Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Epic Camping und oder so. Heute mal wieder was Neues aus der kleinen Reihe Caravan Cooking. Kein Caravan um mich herum, scheißegal. Genau dieses Rezept, das kannst du im Caravan kochen. Und zwar brauchst eine Pfanne, brauchst ein bisschen Feuer und ein paar Zutaten. Und was das wird? Hähnchen Sichuan-Art. Was Asiatisches. Super lecker. Los geht's. Ja, pass auf, machen wir uns nichts vor. Muss ja nicht immer Bollo sein oder Nudelauflauf à la Mama. Kann ja auch mal ein bisschen was, ich sag mal, Gesünderes sein, was aber trotzdem sehr gut schmeckt. Und dafür nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen Hähnchenfleisch. Da gibt es Reis dabei, frische Zutaten, ein bisschen Gemüse. Und das schmeckt dann, das kann ich dir versprechen, ja, schmeckt wie beim Chinesen um die Ecke. Pass auf, was brauchen wir im ersten Schritt? Ja, nicht, wenn du abends um 18 Uhr anfangen willst, um 17.30 Uhr anfangen zu kochen. Das geht nicht, weil das Fleisch, das muss erstmal so ein bisschen marinieren. Und das machen wir jetzt als allererstes. Dafür brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viel. Wir brauchen Sojasauce. Wir brauchen Sesamöl. Wir brauchen Hähnchenfleisch. Das habe ich sogar aus ressourcensparenden Gründen heraus direkt schon auch geschnitzelt, also hier so, ne, geschnetzeltes gekauft. Da kannst du das sehen. So, ja. Kannst aber einfach Hähnchenbrust holen, da musst du selber schnibbeln. Dann brauchst du hier so eine ganz scharfe Peperoni, glaube ich, ist es. Die ist an der Seite schon ein bisschen abgegammelt. Ja, ist schon einen halben Tag alt, schmeißen wir da rein. Dann brauchst du natürlich Knoblauch, ist super wichtig. Ja, auch gesund übrigens. Und hier, guck mal, das herzlichen Glückwunsch Gesundheit, das kennst du, das ist Ingwer. Das trinken ja manche im Tee. Ich trinke ja keinen Tee, aber das kommt hier mit in diese Marinade. Und ganz wichtig, du brauchst Speisestärke. Warum? Keine Ahnung, ob das irgendwas Chemisches ist. Wenn wir damit das Fleisch gleich so anbarzen, dann wird das nach dem Braten so, vielleicht kennst du das vom Chinesen, so außen so ein bisschen weich. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde, das schmeckt halt super gut. Wir fangen einfach mal an und schnibbeln schon mal so ein bisschen was zu Rande. Keine Sorge, brauchst nicht ganz so viel. Das war aber der kleinste, den sie hatten. Wir schnibbeln erstmal. Attacke. Ja, und jetzt, pass auf, jetzt mache ich ja manche mit der Knoblauchpresse. Da bin ich ja kein Freund von. Ich schneide den immer. Pass auf, zeige ich dir mal. Kannst du das sehen? Dann machst du einfach so. Zack, 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 zack. Zack, zack, machst du hier so einen rein. Ja, und dann kannst du hier schön. So, dann hast du hier relativ so kleine Stücke. Die noch nicht so ganz klein sind, die machst du noch klein. Und dann wird das schon so. Vorher natürlich Finger waschen, ne? Ist aber ganz klar. So, dann geht halt weiter. Jetzt haben wir das schon mal so fertig. Ganz schön viel, denkt man sich. Für einige bestimmt zu viel, für einige würden noch zwei reichen. Da ich aber so ein totaler Knoblauch-Junkie bin, dann mache ich das ganz gerne. Sonst am besten nicht in die Augen packen. In Zeiten von Corona sowieso eine kacke Idee, aber jetzt noch blöder. Brennst dir gleich ab. Und jetzt kommt der. So, den kann die heute dann für ihren Tee hernehmen. Ne? Das riecht immer schon so ein bisschen wie Sauna. Okay, Aufgussmeister. Jetzt geht das los. Guck mal, Fleisch. So, hier kommt die Speisestärke. So. Das was jetzt, nehme ich mal eine halbe, weil das was jetzt über ist, das gebe ich erstmal weg. Oh, schön auf den Tisch, super. Freut sich Steffi gleich wieder. So, pass auf, dann können wir wieder rennen.
Dann schmeißen wir mal dieses ganze gehackte Zeug da rein. Nee, den natürlich nicht mehr. Und dann tackern wir da mal ein bisschen Sojasauce drauf. Und ein bisschen Sesamöl. Davon ist er, schmeckt halt nach Sesam. Da müssen wir vorsichtig sein. Das mag auch nicht jeder. Und dann wird nochmal durchgebarzt. Gut, da machen wir jetzt schöne hier so eine Plastefolie drüber, wie sagt man, Frischhaltefolie. Und dann stellen wir das Gerät erstmal so für 2-3 Stündchen in den Kühlschrank. Und dann geht das nachher weiter. Dann holen wir so ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Zwiebeln. Dann brauchen wir noch das ein oder andere dazu, so nach Gusto. Und dann, ja, das gucken wir uns natürlich auch entspannt an, dann schmeißen wir das alles zusammen mit so ein paar leckeren hier, diese komischen, wie heißen diese Nüsse, da muss ich ja noch mal kurz gucken, wie die heißen, hat mir gerade entfallen. Schmeißen wir das alles gleich zusammen in diese schöne, naja, Wokpfanne vom Kopfgrill. Und dann wird das, also dann wird das so lecker. Tja, Vater, wird das lecker. So, jetzt muss ich mal Hände waschen. Bis gleich. So, geht so weiter, die wilde Wutz. Hab gerade gesehen, als ich die ersten Parts auf dem Rechner gezogen habe, ein Bild war ein bisschen eng, hast mich ja gar nicht gesehen. Das ist ja ein Drama. Also behaupte ich einfach mal, habe ich direkt mal ein bisschen größer gemacht. So, Fleisch ist noch im Kühlschrank. Ich habe direkt erstmal einen Wein geholt. Der Hund kommt auch schon wieder angerannt. Und du siehst schon so mit einem ganz aufmerksamen Blick, ja, die weiteren Zutaten, die man so braucht. Der Begriff, der mir gerade nicht einfiel, natürlich heißt das Ding Cashew-Kerne. Da machst du jetzt nicht alle rein, aber ein paar. Weil zum Beispiel die Leonie, die mag die gar nicht so gerne. Doch. Ja? Na, dann machen wir noch eine mehr rein. So. Aber werden die gebraten? Nee, die werden gebraten. So, dann noch ein bisschen Knoblauch für die Arterien. Ja? Jetzt denkst du dir, da ist ja eh schon so viel drin, macht aber nichts. Kommt noch ein bisschen rein. Dann eine Zwiebel, eine Paprika und ganz wichtig Brokkoli. Der ist jetzt auch schon 2 Tage alt. Der ist schon ein bisschen lapsch geworden. Das finde ich ein bisschen schade, aber an Ostern sind ja die Läden zu. Pass auf, jetzt schneiden wir jetzt erstmal alles so in mundgerechte Stücke. Ich zeige dir gleich, wie groß ich sie schneide. Zeitraffer, let's go. Kommt doch gleich meine Frau schon angelaufen, weil die geht ja zum Laufen. Deswegen kommt sie auch angelaufen. Ja, so ist das bei uns. Ja, der Mann kümmert sich ums leibliche Wohl. Das macht die Frau auch, aber halt um ihr eigenes. Viel? Nimmst du den Hund mit? Ja. Super. Du hast hier die Zwiebeln. Oh, fällt gleich eine weg. Siehst, in der asiatischen Küche muss halt nicht immer alles so viele klein geschnitten werden. Das muss ja auch mit Stäbchen genommen werden. So, dann geht das weiter mit dem Knoblauch. So, siehst du, Knoblauch, fertig. Das habe ich gar nicht so klein gemacht. Darf man ruhig schmecken. Geht weiter. Boah, jetzt stinkt die Zwiebel auch schon. Geht weiter mit der Paprika. Boah, auffällig. Dann machen wir jetzt zusammen mit dem Brokkoli. Das brauchen wir jetzt nicht so endlos lange, um zu... Alter, hast du den Brummer gesehen? Da war eine Hornisse, hätte ich fast gesagt. War gar keiner. Ah, der ist schon nicht mehr so geil. Also, wenn der frisch wäre, wäre er natürlich geiler. So, ja, ratzifatzi. Also, Zwiebeln, Knoblauch, Brokkoli-Röschen. Paprika, was haben wir noch? Achso, Cashewkerne. Und was ich mit immer mit reinmache, weil ich das halt auch ganz gerne mag, ist, es gibt hier so feines China-Gemüse, so mit hier den Sprossen und so. Das tanne ich da einfach mit drin. Das gibt dem Ganzen dann so einen kleinen, ich sag mal, Kick. So, was brauchen wir jetzt? Also was wir noch brauchen, ist natürlich noch ein bisschen, ich habe mir so ein Wok-Öl, da ist Knoblauch drin. Und Ingwer, dann kriegt das Ganze auch noch mal beim Anbraten leicht so ein leichtes Aroma. Dann ein bisschen Sonnenblumenöl und
Natürlich noch mal ein bisschen was von dem Sesamöl. Dann habe ich noch ein bisschen was zum Nachwürzen mit der Sojasauce. Und was ich mir jetzt mache, ist so einen kleinen Topf mit ein bisschen Gemüsebrühe. Die koche ich mir schnell auf, ja, zum Nachgießen im Zweifelsfall. Und ich nehme mir auch noch ein bisschen von der Speisestärke mit, ja, damit das so ein bisschen, ich mag es ja nicht, weil so eine Soße, die muss bei mir so schlonzig sein und nicht so wässrig. Gucken wir da, wie es wird. Und dann holen wir den Grill ran, den Kopf, hier diesen super duper Gasgrill, und zwar mit der Paella Blasülzpfanne, Wok-Form. Ich dachte mir, Wok und China, das passt wie nichts anderes auf der Welt. Und dann geht halt mal los. Ich bin ganz gespannt, lass mich kurz die Sachen ranholen. Los! So, jetzt habe ich mir noch ein bisschen was vorbereitet. Zum einen so einen kleinen, pass auf, den zeige ich dir doch einfach mal, kleinen Topf hier mit Brühe. Brühe ist übrigens das Wichtigste für Camper. Kommt überall rein, in eine Bollo, in eine, gib mir einfach her, Löhnchen, Dankeschön. Salz, Pfeffer natürlich und ein bisschen Zucker. Und, also Brühe ist super wichtig, kommt überall rein. Und hier so ein bisschen Stärke aufgelöst in heißen, also im Kran heißen Wasser. Apropos heiß. Jo, ist an. Super. Als allererstes müssen wir jetzt mal diese Cashewkerne anrösten ein bisschen. Machen wir einfach ein bisschen Öl normal und ein bisschen Sesamöl, da haben wir es. Dass wir auch gleich ein bisschen Geschmack abkriegen. So, reicht. Lassen wir einmal ordentlich heiß werden. Das dauert jetzt ein Sekündchen. Hat schon direkt ein bisschen Gewicht. Gewicht hat es auch. Temperatur, hätte ich gesagt. Also. Ich weiß auch nicht, warum man die da reinmacht. Wahrscheinlich, weil die super gesund sind. So, jetzt habe ich mir jetzt schon ein Schälchen hingemacht, dann machen wir die jetzt rein. Das reicht mir jetzt auch. Das heißt, ne, gut. Na super, wenn das heiße Fett jetzt auf meinem Bein schütteln würde, das wäre super. Scheiße. Alter, Vater, komm. Du da raus. Zack. Scheiße daneben. Zack. Zack. Also den natürlich wegschmeißen, weil für Hunde sind die ja giftig, glaube ich. So, das stellen wir mal kurz an eine halbe. Und jetzt, ja, ist hier noch ein bisschen Fette drin. Und außerdem haben wir das Fleisch ja vorhin auch in ordentlich Zeug eingelegt. Das machen wir jetzt rein. Gut angebart. Im Zweifelsfall machen wir das auch noch ein bisschen Öl rein. Wichtig ist immer drin, mittendrin noch was trinken. Und dann siehst du hier schon so diese Sachen, das ist von der Stärke. Und das ist halt so wie in einem China-Restaurant. Ja? So, und jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir erstmal die Zwiebeln rein, mal noch ein bisschen Öl, oder? Jetzt löschen wir mal ein bisschen Sojasauce ab. Dann kommt jetzt der Brokkoli und die Paprika rein. Was ich super finde, dass der Rand so hoch geht. Du siehst, obwohl ich ja voller Elan am Rühren bin, fällt fast nichts raus. Das ist ja ganz hervorragend. Oh, fast.
Weißt du? So, gut. Und jetzt machen wir dann die, also weißt du, ernst, Mann, die Köse rechts und links, oder? Dann kommt jetzt die Brühe. Wird mal vorher nochmal durchgerührt. Oh, das ist geschmacklich schon mal ganz weit vorne. Das ist natürlich noch ein bisschen dünne. Das lassen wir es hier nochmal einmal aufkochen. An ist er noch, das ist hervorragend. Dann, ja, wenn das einmal noch mal ordentlich durchgezogen ist, dann müssen wir ein bisschen abschmecken. Ja, mit ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, Salz braucht gar nicht mehr, weil die Sojasauce ja so wahnsinnig salzig ist. Dann schmeißen wir das Fleisch da wieder rein und dann kommt die Stärke zum Einsatz und mit der dicken wir das dann gleich einfach ein bisschen ein. Und dann ist hier groß Halligalli bei uns im Hinterhof und dann ist hier auch schon bald fertig. Machen wir heute das China-Gemüse mit drin. Oh. Salz und Pfeffer. Ein bisschen Zucker. So, mal, was soll ich jetzt sagen? Das wäre ja nicht fertig. Und ihr seht, die Soße ist jetzt auch schon schön dickflüssig, siehst du? Genau so muss das ja sein beim China-Mann. So, noch ein Deckel drauf, dann zieht es noch mal so 3, 4, 5 Minuten durch. Auf ganz kleinste Stufe gestellt. Meanwhile räume ich hier auf und dann holen wir den Reis raus. Ja, der ist ja gerade drinnen gekocht worden. Und dann, oh, dann ist fertig, hätte ich fast gesagt. Das ging gut und ich finde, diese Schüssel ist perfekt dafür. Eine Sache ist runtergefallen. Eine Sache, das ist nix. Also nix ist es. So, und von daher sage ich jetzt zu mir und uns einen ganz hervorragenden Appetit. Und zu dir sage ich, ey, viel Spaß beim Nachkochen. Ja, ob jetzt hier auf so einem Grill oder auf dem Herd, ist ja auch scheißegal. Kann man auf jeden Fall beim Camping machen. Muss halt gucken, dass es so ein bisschen so Stärke und so, das kannst du ja kaufen, egal wo du bist. Hat man ja im Zweifelsfall sowieso im Wohnwagen. Ja, gut ausgestattete Küche ist immer wichtig. Und dann sage ich, Mensch, da war das eine neue Folge von Caravan Cooking, obwohl wir auf Terrasse sitzen. Aber in Zeiten von Corona ist halt nicht viel mit Caravan. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping. Caravan Cooking und oder so. Jetzt bin ich weg. Und mir läuft das Wasser im Munde zusammen und da kommt auch direkt schon der Hund angelaufen. Bis dann. Hasta luego. Dein Stefan. Tschüss.